Ui. Mann, zieh die nassen Sachen aus, Mädel. Holst dir noch den Tod. Ich bin nur um dein Wohlergehen besorgt, glaub mir. Weißes Rauschen. Kein gutes Zeichen. Ah. Das war auch drin? Was ist denn das jetzt hier? Aha, können wir ein Video drehen? Hier sehen wir die schon Familie Immerscharf. Die Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ah, das ist Sam. Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir die Sorgen? Sam. Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Genau. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Bin umfassend aufgeklärt. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Das ist Tante Sam, nicht Onkel. Los, los! Wow! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Gehen Osten? Niemand vermutet ja mal. Fahren wir lieber gehen Italien. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Das ist Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Siehst du ja aus wie der leitende Gynäkologe. Zwei Doktortitel, einen in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Einen Aeroplan. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Genau. Hau ab. Oh. Flashback zu besseren Zeiten. Ah, endlich ist der Regen weg. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Wieso nicht? Ich muss etwas zu essen. Frau gegen Wildnis. Okay, dann suchen wir mal was zu essen. Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren. Wacholderbeeren. Was gibt's noch für Beeren, die wir suchen könnten? Ah, ein Hirsch. Hirsch, scheißer Mann. Aber ich habe nichts zum Jagen. Bräuchte irgendwas. Vielleicht kann ich ihn überreden, dass er in den Kochtopf sprengt. Au. Ich dachte schon eine Bärenfalle. Wie in Alan Wake. Aber hier ist der Wald ein bisschen schöner als in Alan Wake. Oh Gott. Armer Kerl. Ui. Ah, der hat einen Bogen. So ein Zufall. Moment. Den Bogen kann ich brauchen. Finden Sie eine Waffe, um Hirsche zu jagen? Aha. Keine Rehe, auf keinen Fall. Nur Hirsche.
keine Wildsauen. Wildsauen sind tabu. Wir brauchen Hirsche. Ja, Pfeile hätte ich schon mal. Bräuchte ich nur noch den Bogen. So muss der auch so hoch hängen. Hier sind noch mehr. Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Ich brauche eine Waffe. Eine Waffe? Ja, woher nehmen? Komme ich ja nicht rauf. Vielleicht von da. Kann ich da rein? Von oben auch nicht. Okay, dann springen wir darüber. Wow. Wie in alten Zeiten. Fühlst du dich schon besser mit dem Loch in der Seite? Das heilt ja schnell. Ja. Ich schaff das. Genau, du musst nur an ihn glauben, du, und dann hilft er dich bestimmt. Super, Reggie! Kommt zu dich gefliegt. Schneller wie den Wind. Abracadabra. Provisorischer Langbogen. Aha, da gibt's mehrere Abstufungen. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Genau. Konzentration. Oh, dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Oh, das läuft ja aus. Du hast ein Loch im Bauch. Zuerst musst du das Loch irgendwie stopfen. Wo war denn der Hirsch jetzt? Der Hirsch ist weg. Und der Hirsch will nicht gegessen werden, Mann. Was doch den Hirschen? Put, 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 put. Hirsch. Put, 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 put. Ist weg. Kann ich nicht ihn essen? Muss es ein Hirsch sein? Kann ich da rein? Das ist gar nichts. Wieso kann ich keine Beeren pflücken? Weinbeeren. Gibt so viele Beeren hier. Aber nein, sie braucht einen Hirsch. Drücken Sie Right Stick, um zu zoomen. Es zoomt aber nicht. Ah, jetzt zoomt's. Bleib da, Hirsch. Hey, das hat ihn nur wütend gemacht. Das war nix. Es war ein Schuss in den Arsch. So viele Pfeile brauche ich ja gar nicht. Das habe ich schon. Da, Bären! Ist die! Das ist zum Würzen für den Hirsch. Okay. Knoblauch. Knoblauch wirkt auch sehr desinfizierend. Das könnte ich mir in die Seite reiben. Naja. Ich war bei den Pfadfindern, ich weiß das. Bleib stehen. Wieder in den Arsch. Oh, genau in den Hals. Das hat er überlebt. Wow, das ist der stärkste Hirsch aller Zeiten. Wie viel hält denn so ein Hirsch aus? Gibt's ja gar nicht. Na also. Oh! Das ist die Frau Hirsch. Oh. Sind sie geschieden? Oh, schau. Entschuldigung. Armer Hirsch. Schau, die Frau Hirsch hat ihm Hörner aufgesetzt.
Das kenne ich aus Far Cry. Das macht mir gar nichts. Ich bin abgehärtet. Dingo-Felle. Komodo-Leder. Ich kann alles. Bärenpelze. Ah, die Haare. Jawohl. Okay, zurück zum Lager. Oh, wie soll ich ihn da zurückfinden? Habe ich jetzt gegessen auch schon? Nee. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte. Was ist denn das? Haben, oh, die ganzen Hirsche. Wenn du lernst, oh. Um Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Die wollen ihn rächen. Hey. Da ist der Wegpunkt. Ja, aber ich würde ganz gerne erkunden. Kann ich nicht ein bisschen... Schau, ein Hoppelhase, den hätte ich doch auch schießen können. Aber nein, sie muss unbedingt Hirsch haben, die Frau. Gräfin. So, eine Feinschmeckerin. Was gibt es denn hier zu sammeln? Geh weg. Der Weihnachtshase. Das ist eh gleich Ostern. Hast du ein paar Eier versteckt? Ich könnte zum Hirschen ein paar Spiegeleier vertragen. Aha, sie schaut schon ein bisschen in die Richtung, wo was sein könnte. Das schauen wir gleich. Ah, ich hab genug. Das hätte mich auch gewundert, wie ich noch mehr Pfeile tragen kann. So, was gibt's als Nachspeise? Ein Süßkuchen. Wo kann ich den erlegen? Eine Sachertorte bräuchte ich. Schwarzwälder Kirsch. Und ich glaube, zu Wild trinkt man Rotwein. Hey, ich habe zum Lager zurückgefunden. Ich glaube, das läuft alles im, geht alles im Kreis. Was? Das ist gar nicht das Lager? Ich dachte, das ist das Lager. Hm. Ich brauche Feuer, den Hirschen zu grillen. Achso, jetzt habe ich den Hirsch aber nicht mit. Was mache ich jetzt? Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um im Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Aha, wenn Sie noch einmal Fähigkeiten in dem Satz untergebracht hätten, dann würden Sie im Guinness-Buch der Rekorde stehen. Okay. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Hm, brauche ich ja nicht. Habe ich alles gesehen. Hasen, Hirschen. Zusätzliche Belohnungen. Ah. Verbessertes Bergen. Das kann ich ohne dem nicht hier? Ohne den Perk? Pfeile. Das ist sowieso noch alles nicht. Ja, was soll ich nehmen? Ich würde sagen, die Kisten und Drohnen, die haben es mir angetan. Genau, ich liebe Kisten und Drohnen. Da wird Kisten und Drohnen ohne auszuruhen. Habe ich noch einen? Nee, null. Okay, wow, schon 12%. Das ging aber schnell. Na, es gibt nur 9. Jäger-Upgrades habe ich keines. Ewig schade. Ja, wie geht's wieder? Ah, da geht's weiter. Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Oh, Endurance. Der Name war nicht Programm. Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ah, da röstet schon der Hirsch. Dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? Oh. In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Wieso? Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging.
Hoffentlich hat jemand. Ich glaube, sie hat einen Schuldkomplex. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Da hilft nur eine Tiefenanalyse. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Genau. Bewegung, zu bleiben. Bewegung bringt Erregung. Finde einen Weg den Berg rauf. Sage ich immer. Und lass das Funkgerät an. Okay. Finden Sie einen Weg aus dem Wald. Im Wald, da sind die Räuber. Genau deshalb. Okay. Musik. Wir gehen.